Hallöchen und einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Vielen lieben Dank für dein Einschalten und herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Ich bedanke mich im Vorwege für jedes Kommentar, Abo und Like, das ihr mir hinterlasst, das mich natürlich sehr, sehr freut und dass ihr dadurch natürlich diesen Kanal auch ins Wachstum bringt. Lass uns mal gucken, was hier so los ist, was man dir hier zu sagen hat, was man dir vielleicht nicht sagen konnte, wollte, über irgendwas schweigt. Und du weißt, es ist eine allgemeine Legung. Schau daher bitte, ob du hier damit überhaupt resonierst. Zweitens, Triggerwarnung ist möglich. Mach es dir daher bitte auch bewusst. Und drittens, zeigt sich hier irgendein Gegenüber von euch an. Dann kann es natürlich sein, dass die Rollen vertauscht sind. Heißt, dass du dich selbst in dieser Energie wiederfindest. So, die nehme ich. Lass uns mal gucken, was man dir hier zu sagen hat. Oh. Ist ein bisschen viel, wa? Vielleicht zu viel. Aber man macht es nicht. Warum schweigt man denn? Nee, auch zu viel. Eine Karte bitte noch. Dankeschön. Na gut, das sind jetzt zwei weitere. Na gut, nehme ich mal mit. So, was sagt man dir hier? Inneres Kind. Ich muss mich selbst, mein tiefstes Inneres, das kleine Wesen, das dort in meiner Seele wohnt, schützen. Ich bin noch nicht so weit, mir meine Kindheitsthemen anzuschauen, sodass ich bereit wäre für eine feste Partnerschaft. Ich bin zu schwach. Es tut mir leid. Du kannst mir nicht dabei helfen. Ich muss freiwillig erkennen, was in mir kaputt ist. Richtig, ganz genau. Ganz genau. Heilung muss von der Person selbst ausgehend sein. Ja, Heilung muss von dieser Person selbst ausgehend sein, weil nur dann kann auch wirklich eine Heilung stattfinden, weil dann natürlich gewisse Punkte reflektiert werden, angesehen werden, ins Bewusstsein geholt werden. Ne? Und auch ganz wichtig hier nochmal die Aussage, du kannst hier niemandem helfen. Ja, das ist wirklich wichtig. Du bist hier nicht der Messias, die Heilerin, Superwoman, die hier irgendwen heilt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass du niemals in diese Energie gehst. Oder der Annahme bist, dass du hier irgendwie das Unmögliche möglich machen könntest. Was du machen könntest, und das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, sind Triggerpunkte auszulösen, freizugeben bei ihm. Oder er auch bei dir, ne? Das ja, auf jeden Fall. Aber so die komplette Heilung, dass du hier für jemanden die komplette Heilung übernimmst, wenn du dann da bist und machst und tust und Energien und Zeit investierst. Sowas ist es hier nicht. Im schlimmsten Fall solltest du wirklich in dieser Energie sein. Im schlimmsten Fall würde das alles zu dir niemals zurückkommen, ne? Der Weg ist das Ziel. Das große Ziel der Partnerschaft, dieses Liebesprojekt, in dem wir uns befinden, wird letzten Endes endlich wahr werden. Ein gemeinsamer Lebensabschnitt ist uns vorherbestimmt. Und möge der Weg auch noch so schwer sein, bald werden wir oben am Gipfel stehen, uns in die Augen schauen und sagen, es ist vollbracht, ich liebe dich. Oh, also hier könnte sich wirklich das Blatt nochmal richtig wenden. Auch wenn er hier jetzt wirklich sagt, du, ich muss meinen Weg hier alleine gehen, du kannst mir dabei nicht helfen, was auch vollkommen legitim ist, könnte dennoch hier alles gut werden. Der Weg ist das Ziel und das Ziel ist hier eine feste Partnerschaft tatsächlich. So sieht das jemand hier, so denkt jemand darüber und würde das auch gerne aussprechen, wenn man könnte. Wahrscheinlich habt ihr hier keinen Kontakt. Wow, ich bin auf die Karte hier gespannt. Geh deinen Weg, siehst du? Jedes Ende ist ein neuer Anfang mit wundervollen neuen Möglichkeiten für dich. Warum nutzt du diese nicht? Lebe endlich weiter. Warum vergeudest du deine Zeit und deine Kraft wegen mir? Hör auf, in deiner Traumwelt zu leben. Ich möchte das nicht. Du bist toll, aber es hat einfach nicht gereicht. Darum starte jetzt neu durch. Jupp. Der Weg ist ja das Ziel. Der Weg, also ihr habt beide hier ein gemeinsames Ziel, aber er muss hier seinen eigenen Weg gehen und du musst dementsprechend natürlich auch deinen eigenen Weg gehen. Den Weg der Heilung. Ihr beide müsst heilen.
Und dann ist es wahrscheinlich möglich, dass sich eure Wege zu einem gewissen Tag X wieder kreuzen. Dann wird wieder der Kontakt kommen. Dann werdet ihr euch irgendwo rein zufällig über den Weg laufen. Irgendwo im Supermarkt in der Bananenabteilung oder in der Obstabteilung, keine Ahnung. Irgendwo wird hier dann tatsächlich eure Verbindung wieder ins Rollen gebracht werden, ja? Aber wichtig ist hier wirklich, dass du den Fokus von ihm weglenkst und dich auf dich selbst konzentrierst und auch fokussierst und fokussiert bleibst. Dass du dein Ding machst, dass du dein Leben lebst, dass du dir das nimmst, was du wirklich willst, dass du dir einfach das nimmst, was du auch wirklich von deinem eigenen Leben wünschst, erhoffst, aber das Ganze unabhängig von ihm hier machst, ja? Dass du in deiner eigenen Fülle so dermaßen fest verankert bist, dass du ihn hier schon gar nicht mehr brauchst. Vielleicht brauchst du ihn wirklich nicht mehr und sagst ja auch, nee, das Ding ist hier für mich durch. Na, weil hier heißt es ja auch, darum starte jetzt neu durch. Jemand rechnet auch damit, dass du hier wirklich, dass man hier wirklich denken könnte oder auch fest der Meinung ist, dass du hier jemanden Neues an deiner Seite hast. Vielleicht hast du hier auch wirklich schon wen kennengelernt. Das ist das eine. Das andere sagt man sich ja aber auch, eine Partnerschaft wäre möglich. Aber hier muss erst Heilung geschehen, sonst wird es nichts. Ne? Ich nehme aber so wahr, dass du das hier eigentlich auch schon längst getan hast, gemacht hast. Ja, dass du deine Themen zwar bereinigt hast, ja, aber irgendwie gibt es trotzdem ja hier noch irgendetwas, das dich vielleicht noch nicht so gänzlich loslässt. Weil man sagt ja hier, hör auf, in deiner Traumwelt zu leben. Ich möchte das nicht. Du sollst weitergehen. Einige haben schon längst hinter sich. Ja, die gucken hier vielleicht auch schon gar nicht mehr auf irgendwen oder auf irgendetwas. Aber einige, die haben hier noch Hoffnung, ne? Ja, da ist jetzt natürlich auch immer die Frage, inwieweit will man das selbst noch? Ne? Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit hier schon ins Land gegangen ist, wie lange man hier schon wartet, wie lange dieser Heilungsprozess anhält. Fakt ist, so ein Prozess dauert. Das kann auch über Jahre gehen. Ne? Und da musst du jetzt ja einmal auf dich gucken und achten. Ja, sowieso. Na, was soll ich dir hier noch anderes sagen? Ne? Es ist eigentlich hier klar wie Kloßbrühe. Es ist klar wie Kloßbrühe. Also jemand schließt seine potenzielle Partnerschaft mit euch nicht aus oder mit dir nicht aus. Es hat nur die Frage, ist es vielleicht auch schon zu spät? Ja, das ist jetzt ja auch so das Ding. Gut, lass uns mal weiter gucken. Warte mal, ich komme mal hier. Ja, was ist denn bei ihm jetzt hier aktuell los? Was ist bei ihm denn hier gerade so los? Wo steht er denn jetzt aktuell hier? Wie ist denn sein Zustand? Oh ja, der bereinigt hier ordentlich, der mistet richtig aus, ne? Hier fliegen momentan bei ihm auch so ein bisschen die Fetzen. Der hat hier von irgendwas auch die Schnauze gestrichen, voll. Also der mistet aus. Der macht. Der ist in Aktion, in der Bewegung. Ja, positiv, in einer positiven Veränderung steckt er momentan hier gerade noch drin. Positive Transformation, weil er hier endlich mal die ganze alten Mist aussortiert. Der sortiert hier richtig aus. Du weißt davon nicht. Das könnte hier was auch mit einer anderen Dame zu tun haben. Dass er hier vielleicht noch anderweitig vergeben war. Oder es noch ist. Dann gibt es hier jede Menge Streit zwischen den beiden. Ja, man schmeißt hier irgendeine andere Person raus. Der müsstet hier wirklich aus und das tut ihm gut. Dass man sich hier von irgendeinem alten Belast trennt. Alles klärt, die Umgebung klärt. Und das zeigt sich hier sehr positiv an. Das könntest du jetzt selber auch sein, die davon hier überhaupt nichts mitbekommt. Aber ich habe ja jetzt eher auf ihn geschaut. Und hier könnte es wirklich noch eine Drittperson gegeben haben, die aber schon dabei ist, das Feld zu verlassen. Weil er hier von irgendwas die Schnauze voll hat. Ne? Er verändert sich positiv. Und irgendwas
passt ihr dabei nicht. Also das mag sie hier irgendwie nicht. Ich weiß, sie ist eine komische Energie, die da ausgehend ist von ihr. Aber das passt ihr irgendwie nicht. Nun gut, lasse ich hier mal so stehen. Und was ist bei dir? Wie ist bei dir so der Stand der Dinge? Was ist denn hier bei dir der Stand der Dinge? Du bist in der Interaktion, du bist in der Bewegung, du bist in der Kommunikation. Du machst sehr viel, unternimmst sehr viel. Boah. Was haben wir noch? Ja, du bist viel in der Kommunikation irgendwie. Du bist in einer positiven Aufregung. Irgendwas gestaltet sich bei dir hier aber auch positiv. Es könnte sein, dass du diese positiven Vibes, diese positiven Schwingungen und Energien von deinem Gegenüber momentan auch mitbekommst. Und das bringt dich hier auch irgendwie zusätzlich mit in die Bewegung. Weißt du, dass deine Energien auf dich rüberschwappen und dich sozusagen mitziehen. Hier kommt auch sowieso eine erfreuliche Nachricht rein. Mit der du dich irgendwie gar nicht mal so wirklich gerechnet hättest. Was kriege ich noch zu dir rein? Gar nichts. Eine Karte noch. Dankeschön. Ja, du bist im Vertrauen. Du baust dir hier was auf. Du hast dir dein eigenes Inneres zu Hause angeguckt, neu strukturiert, umprogrammiert. Da bist du auch gerade dabei, neu anzufangen, neu durchzustarten, hier wirklich ein festes Fundament aufzubauen. Es könnte wirklich damit zusammenhängend sein, dass du hier bald eine Nachricht bekommen wirst. Irgendetwas wird dir zugetragen in Bezug auf eine andere Person. In Bezug auf eine andere Person, dann geht es hier in die Heilung rein. In die Stabilität, in die Sicherheit, in die Verwurzelung, in die Verankerung, Genesung. Etwas wird auch mehr werden. Viele sind auch schon seit einem Jahr oder seit über einem Jahr in diesem Prozess. Bei den anderen wird es hier leider noch ein Jahr dauern, wenn du jetzt ganz frisch dabei bist. Ja, was auch nicht schlimm ist. Jeder ist in einer anderen Reisegruppe. Die einen sind weiter und die anderen fangen gerade erst an damit. So, wie geht's denn hier weiter? Wie wird es denn hier weitergehen? Es wird mit der Herrscherin weitergehen. Du bist ja selber hier. Oder aber es ist eine Mutter hier angezeigt. Ich muss mal kurz weiter gucken. Hier ist Potenzial drin. Hier ist wirklich Potenzial drin. Ne? Ein Potenzial, das lebbar ist. Ja, dann musst du hier jetzt wirklich mal in dich hineinlauschen, ob es auch wirklich dein Gegenüber ist, mit dem es weitergeht. Ja, ganz wichtig. Die Welt, wow. Hier wird etwas Neues geboren, etwas Neues wird entstehen. Königin der Kelche. Uiuiui. Und der Wagen. Ich sag es ja, hier ist Bewegung drin, hier kommt Action rein, hier kommt ein neuer Zyklus. Etwas Neues wird wirklich begonnen. Etwas Neues wird beginnen. Eine alte Angelegenheit wird ad acta gelegt, damit etwas Neues beginnen, etwas Neues starten kann. Hier ist viel Potenzial drin. Eine neue Runde kommt rein. Das Ganze wird sehr gefühlvoll ablaufen. Sehr gefühlvoll. Das wird auch in die Tiefe gehen. Und hier zeigt sich auch eine Reise an, ein Umbruch, ein Aufbruch der Gefühle. Eine gefühlvolle Reise mit viel Potenzial auf mehr, Wachstumspotenzial aber auch. Also es wird nochmal weiter darüber hinausgehend sein. Das war es hier jetzt noch nicht gewesen, es ist noch nicht vorbei. Es ist hier noch nicht vorbei. Schön. Na, das freut mich ja hier. Zwei Kelche. Hier kommt Versöhnung rein. Eine Entschuldigung. König der Münzen. Und die vier Münzen. Ich sag's ja, das repräsentiert ja auch das Haus, die vier Münzen, ne?
Stabilität, eine neue Basis wird erschaffen werden, etwas Neues wird sich aufbauen oder wird aufgebaut. Das Ganze ist sehr gefühlvoll. Man kommt hier ins Gefühl, man wird ins Gefühl geleitet. Es geht aber auch darum, in die weibliche Energie eingeleitet zu werden, ja. Dieses Empfangen, Annehmen, Akzeptieren und auch passiv bleiben. Königin der Kelche ist passiv. Also die weibliche Energie wird hier stark repräsentiert. Das heißt im Umkehrschluss, du darfst empfangen, du darfst annehmen. Hier wird etwas zu dir zurückkommen, ja. Hier ist ein Rückfluss angezeigt. Hier zeigt er sich jetzt als König der Münzen an. Das ist ein sehr stabiler Mann. Der hat sich wirklich was aufgebaut. Der ist in seinem Selbstwert angekommen, repräsentiert hier natürlich den innerlichen und äußerlichen Reichtum. Der hat ganz, ganz viel zu geben. Der ist aber auch passiv. Deswegen muss die Bewegung reinkommen. Das macht aber nichts. Hier wird Bewegung kommen. Eine versöhnliche Geste wird auf dich zukommen. Und das wird dich ja auch wieder ins Vertrauen bringen. Ja? Das wird dich ins Vertrauen bringen. Was vorher vielleicht nicht da war, weggenommen wurde durch gewisse Umstände, die dafür gesorgt haben. Und König der Stäbe. Ja, es könnte sein, dass du hier zwei Männer kennenlernst. Ja? Einmal ist das dein eigentliches Gegenüber und dann könnte ein neuer Mann hier eine Rolle spielen. Oder hier kommt generell, weil wir haben hier auch den Wagen für Bewegung, Interaktion, Aufbruch, eine Reise. Und darunter den König der Stäbe, dass das hier eine Angelegenheit ist. Da kommt ordentlich viel Action rein. Bewegung, Feuer, Leidenschaft, Dynamik. Irgendetwas, was sich vielleicht im Vorwege langweilig angezeigt hat, wird hier sehr actionreich werden. Sehr actionreich. Oder aber hier sind wirklich zwei Männer, für die du dich hier bald demnächst entscheiden musst. Welchen Weg wirst du gehen? Welchen Weg wirst du wählen? Ja, das kann ich dir natürlich nicht sagen, ne? Sieben Stäbe. Der Page der Stäbe. Die Sonne, aber im Endeffekt soll hier alles gut werden. Irgendwie wird es gut werden. Du wirst hier eine Entscheidung für dich selbst treffen. Sollten es hier wirklich zwei Männer sein, einer da wird hier tatsächlich aufbrechen müssen. Ja, du wirst dich für einen entscheiden. Es sieht mir ganz danach aus, als würdest du dich für den Münzkönig entscheiden und der König der Stäbe, der muss gehen. Unter ihm liegen die acht Kelche und die acht Kelche, das ist ein Aufbruch schweren Herzens. Ne? Also egal, was du tust, was du auch machst, wie du dich entscheidest, für dich wird es gut sein. Ein anderer wird hier ja dann einen gewissen Kummer in sich tragen. Aber gut, so ist es halt nun mal. Ne? Das ist das Leben. Ja, aber der wird sich hier auch schnell wieder aufrappeln. Ja, hier entsteht etwas in kleinen Schüchern. Ne? In Kleinkinderschuhen steckt hier schon etwas, das jetzt so langsam anfängt heranzuwachsen, zu gedeihen. Und das ist das, was du vielleicht im Inneren schon spüren könntest. Das ist etwas Positives, was sich hier anzeigt. Irgendein Kelch soll hier befüllt werden. Ein Kelch, der auch befüllt werden darf nach einer langen Zeit der Stille. Eines, ja, ich weiß nicht, irgendwie eine Art des meditativen Zustandes. Das war hier so eine Ruhepause, eine Phase der inneren Einkehr. Und hier musste alles ins Gleichgewicht gebracht werden. Na, das war ja komplett unausgewogen. Und man kann sich nur dann auf Augenhöhe begegnen, wenn es natürlich alles dementsprechend im Gleichgewicht ist. Ne? Herz und Kopf im Gleichgewicht sind. Nur in der Kelche. Fünf Münzen. Oh, und der Turm. Ja, das ist das, was passiert ist. Man war irgendwie schon in der Vergangenheit einer Vollendung sehr, sehr nahe. Also dieses Ziel, das man hatte, dieses Ziel einer gemeinsamen Partnerschaft, stand irgendwie damals in der Vergangenheit schon kurz davor. Dann ist aber irgendwas eingetroffen. Irgendetwas hat dafür gesorgt, dass ihr entzweit wurdet. Eine Trennung, ein Kontaktabbruch, irgendwelche Umstände haben dafür gesorgt, dass hier ein Mangel entstanden ist und dass dieses Ziel nicht erreicht werden konnte. So, jetzt kommt hier eine neue Chance rein. Ihr wart damals beide allerdings noch nicht so weit.
Es war noch nicht der richtige Zeitpunkt für euch beide. So, und der Zeitpunkt soll jetzt hier schon in greifbarer Nähe rücken. Das könntest du wirklich, wie gesagt, schon spüren. Dass du hier demnächst wirklich höher schwingen wirst. Vielleicht schwingst du auch sogar schon höher. Und dass es aufgrund dessen dann nachher leichter wird, dass ihr euch dann treffen könnt. Energetisch, physisch, emotional, spirituell. Na, dass das alles möglich wird. Die Stärke. Der Herrscher. Ah, oh ja, hier kommt jemand richtig in seine Kraft rein. Drei Stäbe. Ja, der beobachtet dich auch schon. Also hier hat dich jemand auf jeden Fall voll im Visier. Hier hat dich jemand nicht aus den Augen verloren. Überhaupt nicht. Über die ganze Zeit hinweg nicht hat man dich von einer gewissen Distanz hinaus beobachtet. Vielleicht habt ihr auch wirklich eine geografische Distanz zueinander. Vielleicht beobachtet man dich auch übers Internet irgendwie, guckt sich Bilder von dir an, liest irgendwelche Nachrichten durch. Vielleicht bist du auch irgendwo sehr aktiv. Man kann dich irgendwo sehen, dass man dich darüber sieht und beobachtet. Ja, also hier ist jemand wirklich nicht abgeneigt von dir. Das ist echt ein starker Herrscher hier. Also, der sich hier aber noch, wie gesagt, sehr zurückhält. Ja. Denn ich habe ja gesagt, hier ist die weibliche Energie angesagt. Du bist in deiner weiblichen Energie angekommen. Du darfst empfangen, du darfst annehmen und du darfst auch ruhig passiv bleiben. Denn der Herrscher hier, ne, der mutierte oder transformierte Münzkönig, also der zeigt sich ja als Herrscher, ist aber im Inneren der König der Münzen. Ein toller Mann. Der muss hier jetzt eben in die Aktivität gehen. Ne? Münzkönig ist in der Neutralität natürlich auch sehr passiv. Das geht natürlich nicht. Du bleibst im empfangenen Modus. Du darfst auch empfangen, weil er muss jetzt hier ankommen, ja, nicht du. So wie scheint, wird er es auch machen. Ne? Zehn Schwerter, oh, oh, oh. Temperance und Rat des Schicksals. Das ist eine schicksalhaft geführte Angelegenheit. Hier ging eine richtig schwere Lernaufgabe mit ein richtig dickes Karma. So. Hier gab es eine Situation, man hat ausgeteilt. Zehn Schwerter. Im klassischen Tarot ist das ein Mann, der blutend auf dem Boden liegt und zehn Schwerter im Rücken zu stecken hat. Man hat hier ordentlich einkassieren müssen. Ja? Die zehn Schwerter stehen auch für einen Verrat. So, jetzt ist natürlich die Frage, gab es einen Verrat? Hast du dich verraten gefühlt? Ist irgendetwas passiert, das dich in diesem Modus der zehn Schwerter gebracht hat? Ihn aber auch. Ne? Also das ist ihm auch passiert. Beide. Das ist beidseitig hier. Hier ist kein Fingerpointing angezeigt. Das, was dir passiert ist, ist ihm natürlich auch widerfahren. Zwar nicht durch dich, aber durch eine andere Person, durch andere Umstände, die ihn dafür gesorgt haben. Und hier ist ganz, ganz viel Heilung entstanden. Hier musste sehr viel reflektiert werden, sich angeschaut werden und damit die ganzen alten Kamellen aus der Vergangenheit. Die mussten hier nochmal aufgerissen werden, weil die nur oberflächlich geheilt wurden. Und das geht halt natürlich nicht. Wunden, die heilen immer von innen nach außen. Na? Und nur dann kann auch wirklich eine vollständige Heilung eintreten und die Gefahr, dass die Wunden nochmal aufreißen, ist sehr gering. Natürlich gibt es für nichts und niemanden hier eine Garantie, ne? Aber es ist einfach so der normale Ablauf dessen. So. Und hier musste eine knallharte Situation eintreten, damit das Ganze hier irgendwie in die Heilung übergehen kann. Eine lange Heilung, eine lange Phase der Heilung. Darf beendet werden, wird beendet werden. Hier kommt auch wieder dieser neue Zyklus rein, wird abgeschlossen werden oder ist sogar schon abgeschlossen. Vielleicht seid ihr jetzt hier auch schon endlich mal so weit. Ne, und die da oben sagen, okay, alles klar, jetzt können wir hier die beiden zusammenführen. Wie auch immer das aussehen mag. Und auch wenn ihr hier eine Distanz zueinander habt, ihr habt keine Ahnung, was da oben alles so möglich ist. Die haben so viel Macht.
Die lichte geistige Welt hat so viele Möglichkeiten, Chancen, Wege einzuleiten, zu orchestrieren, auch zu intervenieren, um Menschen zusammenzufügen. Wie auch immer das aussehen mag, meistens auch über Drittpersonen. Umstände, die dafür sorgen, was weiß ich, es ist so viel möglich. Ritter der Kelche, hier kommt eine liebevolle Botschaft auf dich zu, man wird sich melden, ja? Vielleicht auch sehr subtil. Ne, Ritter der Kelche ist eine Energie, die auch sehr subtil arbeitet. Das heißt, keine direkten Botschaften rausgibt, sondern Botschaften auf Umwege. Zum Beispiel, ach, keine Ahnung, man postet irgendein Bild, irgendeinen Spruch oder irgendein Lied und da steckt aber eine wichtige Message dahinter. Ja, da gibt es vielleicht wirklich ein ganz wichtiges Detail, das dir hier irgendwas sagen soll. Oder vielleicht liked man dein eigenes Bild oder kommentiert mit irgendetwas. Das sind kleine Angelegenheiten, das ist nichts Großes. Ja, aber Kleinigkeiten, die man dir hier rausgibt, damit du damit in irgendeiner Art und Weise etwas anfangen kannst. Aber sehr liebevoll, sehr, sehr liebevoll soll ich hier etwas erreichen. Ja, es ist natürlich die Frage, ob dir das ausreicht, ne? 4 Stäbe, na, am Anschein nach ja aber schon, ne? Das soll dein Vertrauen stärken, das soll dein Vertrauen ins Wachstum bringen. Du sollst hier wieder anfangen zu vertrauen mit dem, was man dir hier rausgibt. Auch wenn es noch so klein erscheinen mag. Ja. Aber du kannst hier nichts Großes erst einmal erwarten von ihm. Weil da steuert er natürlich alles in seinem eigenen Ermessen. Du sollst ja aber wirklich Vertrauen haben mit den 10 Kelchen. Da kommt noch mehr, das ist noch nichts gewesen, also das ist es noch nicht gewesen, da wird noch mehr kommen von deinem Gegenüber. Sollte er hier wirklich mit subtilen Botschaften in deine Richtung irgendwie intervenieren, intervenieren, arbeiten, dir solche Botschaften rüberschicken, bleib im Vertrauen, will man dir hier damit sagen, ich werde noch mehr rausgeben, er wird hier noch mehr rausgeben, ja? Also es ist irgendwie so, als würde man hier auch endlich mal das Fass zum Überlaufen bringen, aber positiv. Äußerst positiv. Hier, ich muss es leider so sagen, aber hier fängt etwas in kleinen Schritten an. Ja, das ist nicht so, man steht hier mit einem Blumenstrauß vor deiner Haustür und sagt, Baby, ich will dich heiraten, lass uns jetzt sofort nach Las Vegas fliegen. Was, wie ich das meine? Nein, so einer ist es hier nicht. Der tastet sich ran, vorsichtig, mit Bedacht. Ja? Und will erstmal gucken, wie es bei dir da drüben denn da so ausschaut. Gibst du Botschaften zurück? Antwortest du? Vielleicht mit gewissen Schlüsselwörtern oder Schlagwörtern. Frag mich nicht, was das hier ist. Aber es scheint so zu sein, als würden hier 2 Menschen auf einer subtilen Art und Weise miteinander kommunizieren. So, das kann durchaus auch passieren. Ja? Und das ist tatsächlich bei mehreren der Fall. Ja, er denkt, er rennt hier in eine Illusion rein. Ne? Er will sich hier vergewissern, dass da drüben bei dir wirklich alles in Ordnung ist. Dass du vielleicht frei bist, dass du ihn noch möchtest, dass du dir anhörst, was er zu sagen hat. Es geht hier erstmal nur um ein Gespräch, ja? Hey, wie sieht's aus? Kann ich mit dir mal reden? Weißt du? Hier ist wirklich viel, viel Vorsicht geboten. Irgendwas hat sich hier gezeigt, man hat sich hier handlungsunfähig gefühlt. Man weiß nicht, wie man es sonst anders machen soll. Hier ist so ein Umstandspötter unterwegs, ne? Hier ist jemand, der macht sich das ein bisschen umwegig. Aber gut, okay. Er meint es aber nicht böse. Nein, hier will man dich nicht verarschen. Und nein, es ist kein toxisches oder narzisstisches Verhalten. Nein. Jemand ist einfach nur hier verdammt verunsichert. Darum geht's. Jemand ist ja einfach nur sehr unsicher. Was dich betrifft. Da meint es hier sehr liebevoll. Sag ich doch, König der Kelche. Da meint es sehr liebevoll, ja. 4 Schwerter, da war Ruhe, Pause, Ruhe, Phase. Auch hier wieder diese, die Heilung der... Ja, ihr habt hier wirklich eine lange Zeit keinen Kontakt gehabt. Jetzt, darum geht es hier einfach. Man hat eine lange Zeit keinen Kontakt gehabt. Jetzt will man sich an dich heranpischen, will erstmal versuchen, auf einer anderen Art und Weise den Kontakt zu dir zu suchen und aufzubauen. Um zu gucken, hey, wie sieht's denn bei dir denn da drüben aus? Ist die Luft rein, ja oder nein? Der ist sehr gefühlvoll, dieser Mann.
Sehr gefühlvoll. Das hat was damit zu tun, dass ihr hier eine lange Zeit keinen Kontakt hattet. Und dass man da nicht direkt mit der Tür ins Haus fällt, ist irgendwo ein bisschen nachvollziehbar. Also für mich klingt das logisch. Das sei jetzt mal dahingestellt, ob man hier subtil miteinander kommuniziert oder nicht. Darum geht es jetzt ja auch nicht im Endeffekt. Die Aussage dessen ist ja einfach nur, lange Zeit nichts gesehen, lange Zeit nichts gehört. Wie sieht's bei dir aus? Er hat dir auch in der Vergangenheit die kalte Schulter gezeigt. Ne? Da war eine Eiseskälte her. Der hat dich hier vielleicht abgelehnt, nicht anerkannt, nicht wahrgenommen, nicht wertgeschätzt. Ich weiß es nicht. Oder aber, weil wir hier den König der Kelche haben, war es jemand gewesen in der Vergangenheit, der nicht dazu irgendwie großartig fähig war oder sich selbst gesagt hat, ich bin dazu nicht fähig, Gefühle zuzulassen. Der Schwertkönig ist nicht umsonst in dieser Energie. Ja, das muss man auch immer und immer wieder klipp und klar dazu sagen. Dieser Mann hat schon verdammt viel oder diese Frau hat schon verdammt viel in ihrem Leben miterleben müssen und ist nicht umsonst in dieser Energie, dass man sich hier auch klipp und klar von gewissen Thematiken abgrenzt. Man hat sich hier von Emotionen und Gefühlen distanziert und hat dir sozusagen dadurch die kalte Schulter gezeigt. Er wusste es einfach damals nicht besser und nicht anders. Hier ist ja viel passiert währenddessen. Man ist ja hier in dieses Gefühl jetzt reingekommen. Ja, es ist, als würde man da direkt drin schwimmen irgendwie, ist es ja so. Also pass mal auf. Im Außen zeigt er sich hier höchstwahrscheinlich immer noch als Schwertkönig, aber im Inneren ist er sehr gefühlvoll. Herzöffnung, Herzheilung ist hier passiert, ist transformiert. Innere Kindthematiken hat man sich auch angeschaut. Das ist hier eine Angelegenheit, die beidseitig geschehen ist. Nichts Einseitiges, sondern wirklich beidseitig. So, gut. Ja? Ich lasse es jetzt auch mal so stehen. Ich gucke jetzt ja auch nicht großartig weiter rüber, weil ich finde, das ist schon genug Impuls. Und du nimmst auch nur wirklich das mit, was hier für dich wichtig und richtig ist. Ne? So, liebe Lichte, geistige Welt, welche Sternzeichen können denn hier mit dieser Legung unterstützt werden? Der Löwe. Widder. Stier. Skorpion. Zwilling und Fisch. So, na dann hoffe ich mal, dass diese Legung dir dienlich war und du für dich selbst einen ganz, ganz wichtigen Impuls mitnehmen konntest. Vielen lieben Dank für dein Einschalten und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann!